Der Sonderpreis in der Kategorie Energieeffizienz in Unternehmen beim Thüringer Energieeffizienzpreis 2021 geht an die Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach für die Erschaffung eines CO2-neutralen Standorts mit Hilfe der Nutzung regenerativer Energien. Die Bosch-Gruppe ist weltweit mit ca. 400 Standorten im Scope 1 und 2 seit 2020 klimaneutral. Damit hinterlässt Bosch als erstes globales Industrieunternehmen keinen CO2-Fußabdruck mehr. Bis heute haben wir 4 Photovoltaikanlagen am Standort aufgebaut. Wir decken damit 15% unseres Energiebedarfs selbst durch Eigenerzeugung. Neben dem Modernisieren der Energieanlagen lag ein weiterer Schwerpunkt im Umbau der Wärme- und Kälteversorgung. Insgesamt spart der Betrieb damit jährlich ca. 53 Gigawattstunden fossile Energie. Die geschätzte CO2-Einsparung nach Projektumsetzung wird etwa 20.000 Tonnen CO2 betragen. Wir haben uns hier am Standort das Ziel gesetzt, die CO2-Neutralität mit realen Maßnahmen, also sprich mit regenerativer Energie und ohne Kompensationsmaßnahmen umzusetzen. Wir bauen die Energiezentrale um, sodass wir die Abwärme unserer Prozesse für die Beheizung des Standorts nutzen. Damit steigern wir die Effizienz des gesamten Wärmesystems und reduzieren unsere CO2-Emissionen um 90%.